Hallo, liebe Freunde der Freiheit. Neben mir sitzt die wunderschöne Dr. Daniela Oehnhausen. Und wir sprechen heute über die Corona-Aufarbeitung, die längst passiert sein müsste. Spätestens nach den RKI-Files tun sich die Haare zu Berge sträuben, was da alles an Unwahrheiten in den letzten Jahren verbreitet wurde von der Bundesregierung und auch von der Medienlandschaft. Ja, ganz genau so ist es. Ja, wir haben, ich weiß, ich habe heute die Nachrichten gelesen, da ging es schon wieder um diese ominösen Maskendeals von Jens Spahn. Wieder mussten 400 Millionen Euro bezahlt werden für Masken. Was mit denen passiert ist, das wissen, glaube ich, die meisten. Die meisten sind verbrannt worden oder werden demnächst verbrannt. Wie kam das dazu? Es gab vom Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn damals ein sogenanntes Open-House-Verfahren. Das heißt, die wollten unbedingt irgendwelche Masken beschaffen, FFP2-OP-Masken. Und dann haben sie gesagt, ja, jeder, der uns so und so viel liefert, bekommt garantiert 4,50 Euro. Pro Stück, ach, irre, ne? Die kriegst du, das ist normalerweise ein Pfennig, ein Cent-Betrag, was die kosten. Es war aus China, oder? Die Masken. Ja, meistens schon, ne? Und, und zwar egal wie viele. Und sie hatten dafür so eine halbe Milliarde Euro eingepreist. Und was war? Nach 10 Tagen bekamen sie so viele Angebote, dass sie schon über 6 Milliarden Euro an Auftragsvolumen hatten. Das Bundesgesundheitsministerium hat es daraufhin gestoppt, hat viele, viele Rechnungen nicht bezahlt. Dagegen klagen jetzt ganz viele Lieferanten zu Recht. Also regelmäßig geben die Gerichte den Lieferanten Recht. Ja, denn Vertrag ist Vertrag. Die Bundesrepublik wurde überhäuft mit irgendwelchen Masken. Es waren auch Milliarden letzten Endes. Und tatsächlich wurde nur ein Drittel davon verteilt. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass der überwiegende Anteil dieser Masken verbrannt wird, vernichtet werden muss. Und das ist natürlich Steuergeld, was euch dann weggenommen wird, ja, was also für Unsinn verplempert wurde. Darf ich dich mal als Medizinerin fragen, ja, inwiefern hatte denn die Maske, wir haben es schon bestimmt 1000 Mal ja besprochen in den letzten Jahren, aber wie viel Evidenz hat denn eine Maske in Bezug auf Infektionsverbreitung bei Viren? Ja, das war ja genau das Problem, dass das letzten Endes nicht tatsächlich nachgewiesen werden konnte, jetzt auch in einigen Untersuchungen. Einige sagen, ja, es hat einen gewissen Effekt, aber was auf gar keinen Fall oder was, wo der Effekt tatsächlich nicht so richtig feststeht, ist eine FFP2-Maske. Das hat ja damals auch das RKI gesagt. Naja, eine FFP2-Maske sei ja eigentlich was für einen Arbeitsschutz und nicht für den Normalverbraucher. Das wissen wir aus den RKI-Files, dass sie hier auch sehr kritisch beurteilt wurden. Ja, und trotzdem hat man es durchgesetzt und die Menschen gequält unter diesen weißen Lappen, auch die Kinder im Unterricht, ja, ohne dass wir tatsächlich eine Evidenz dafür haben. Ja, das ist ein Problem. Besonders ein Problem, wenn ich dann auch gesehen habe, dass die Kinder zum Teil Ekzeme hatten und Hautausschlag, keine Mimik und Gestik gesehen haben. Das ist doch trotzdem dann einfach nicht zu verstehen, dass es dafür keine Konsequenzen gibt, was wir ja auch unseren Kindern da angetan haben im Schulalter. Ja, definitiv. Ich habe gesehen, in Bayern gab es sogar Sportunterrichtsstunden. Überleg dir das mal medizinisch. Tennis spielen oder Fußball spielen mit Atemwiderstand. Das ist doch vorsätzliche Körperverletzung. Vor allen Dingen, weil es nichts bringt. Ja, also das, man muss ja auch immer Kosten-Nutzen-Effekt sehen. Okay. Und wenn man gerade, wo du sagst, Kinder, das war ja wirklich furchtbar. Und letzten Endes ist dann Omikron einmal so durch die Schulen gerauscht, durch die Kitas. Ja, das war so im Frühjahr 2022. Da hatten wir also eine riesig hohe Inzidenz. Und dann waren sie alle natürlich immunisiert und der Spuk war vorbei. Ja, also warum quält man die Kinder mit so einem Unfug? Ja, einer schreibt gerade auch, es laufen jetzt noch
verstörte Menschen mit Masken draußen rum. Das sehe ich auch hin und wieder mal. Ja. Hin und wieder mal. Sind die irgendwie auf irgendwas hängen geblieben oder wollen die jetzt ihre Identität verschleiern und nutzen das als... Scheinsicherheit. Keine Ahnung. Aber du hast gerade gesagt, hat das keine Konsequenzen? Also ich denke, wir sollten das auch wirklich bundesweit in Corona-Untersuchungsausschüsse auch dann aufarbeiten. Ja, unbedingt. Wir haben ja jetzt die sehr komfortable Situation, dass die AfD die Minderheitenrechte in Anspruch nehmen kann, sowohl in Thüringen, in Brandenburg, in Sachsen, ganz klar. In Sachsen hat sie bereits einen Antrag gestellt. Thüringen, da wird gerade geprüft, ob man den BSW-Antrag unterstützt, wobei ich schon von den Kollegen gehört habe, dass das BSW natürlich eine andere Schwerpunktsetzung hat und man da nicht komplett mitgehen möchte. Ja, und wir in Brandenburg diskutieren auch gerade. Wir haben ja schon zwei Corona-Untersuchungsausschüsse gehabt. In Hessen, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, in Hessen ist es so, die AfD-Fraktion hat da einen Antrag eingebracht mit vielen, vielen Punkten. Die wurden dann auf lediglich 7 Punkte zusammengestrichen, sodass dann die Kollegen sagten, von unserem eigentlichen Antrag haben die Altparteien mal wieder wenig übrig gelassen. Also man sieht ganz, ganz viel Gerede. Ja, wir müssen alles aufarbeiten. Wir brauchen was weiß ich für Enquete-Kommissionen und was weiß ich alles. Aber wenn es dann nachher ernst werden soll, dann wird gebunkert und gemauert. Ja, und da frage ich mich, was wollen diese Politiker verbergen? Ja, offensichtlich ist eine Menge schiefgelaufen. Vielleicht ihren pharmalobbyistischen Interessen, denen sie nachgegangen sind. Denn sowas ist mir ja selbst schon bestätigt worden aus der Bundestagsfraktion, dass mir AfD-Politiker, die wirklich Bundestagsabgeordnete sind, sagen, sie erhalten von Lobbyverbänden attraktive Angebote, sehr attraktive Angebote. Ich möchte gar nicht die Schließfächer alle kennen, wo dann irgendwelche Hunderttausende geparkt werden. Also ein paar waren ja in der Presse, ne? Zum Beispiel, wie ist der nochmal, der dann nachher kein Werbeauftragter mehr war, dieser SPD-Politiker, vielleicht wisst ihr das Netz, vielleicht die Zuschauer, da gab es einen SPD-Werbeauftragten und da waren irgendwie 200.000 Euro in seinem Schließfach und danach wollte er kein Werbeauftragter mehr sein. Finde den Fehler. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, sich Gefälligkeiten zukommen zu lassen, damit das nicht steuerlich nachweisbar ist und auch kriminalistisch nicht nachweisbar ist. Zum Beispiel, dass wenn du mir hilfst, kriegst du ein Haus unglaublich günstig zu erwerben und du exklusiv mit deiner Familie. Klingt das nicht gut? Ein Haus, was sonst für 400.000 Euro kosten würde, gibt es dann für 150. Ist doch toll. Ein ganz legales Geschäft. Du hast einfach gut mit mir verhandelt, Daniela. Und zufällig bin ich ein Lobbyist von Medikamenten, die du sehr gut empfehlen kannst mit deiner Öffentlichkeit. Solche Deals gibt es auch zuhauf und die sind viel schwerer nachzuweisen. Das ist mir auch erklärt worden. Und das ist für mich kein Kavaliersdelikt, denn es geht um unsere Gesundheit. Das Gesundheitssystem ist am Kollabieren. Hausärzte sterben aus in den Kommunen und Gemeinden. Das haben wir auch schon zigmal besprochen. Und ich kann einfach nicht verstehen, warum hier keine Konsequenzen folgen, warum es hier keine Haftanträge gibt oder zumindest Gerichtsverhandlungen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber hier, bevor das weg ist, Johannes Kahrs war's. Wunderbar. Sehr gut. Der war dieser Werbebeauftragte. Der war der Werbeauftragte und da waren 200.000 Euro im Schließfach. Ja, und hier, ich kann leider jetzt den Namen nicht lesen. Ich kann es jetzt ein größer machen. Kleinen Moment. Ja, ich würde gerne mal die unsere Zuschauer nennen. Ja, unser Zuschauer hat gesagt, er habe die 200.000 Euro im Schließfach vergessen und möchte die gerne vom Johannes zurück. Was sagst du denn zum Kevin Kühnert, seinen Rücktritt mit 35 Jahren, der jetzt plötzlich gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist, den Wahlkampf mitzubestreiten? Hast du das schon gehört? Ja, klar. Du bist immer im Bilde, wa? Was für eine Frage. Im Live-Ticker, ganz klar. Ich finde, der sollte erstmal seinen Schul-
Berufsstudienabschluss mal nachholen, oder? Mhm. Das war doch einer ohne, ich glaube, ohne wirklich gar Job, nicht, ne? Oder? Aber ich finde es auch hochbedenklich, dass man mit 35 schon ausgebrannt sein kann. Ne? Ja. Und andere sollen aber von derselben Partei vorgeschlagen bis 70 jetzt arbeiten. Und der will mit 35 abbrechen. Ja. Das ist schon alles immer sehr, sehr viel Doppelmoral. Und ich finde es sehr bedenklich. Ich glaube eher, dass man da ein bisschen... keine Ahnung, irgendwie da was verändern möchte und da aufräumt. Ich habe jetzt auch erfahren, ich weiß nicht, da wirst du auch mehr wissen darüber als ich, aber das will ich auch mal hier kurz aufklären. Ricarda Lang und der andere, der jetzt zurückgetreten ist, wie heißt der? Weißt du das? Diese von den Grünen? Genau, ich kann den Namen auch nicht richtig aussprechen, aber ihr wisst schon, diese Menschen, nur damit ihr das mal richtig einordnet, das habe ich gestern mit Kai-Uwe Ziegler besprochen, die sind nur von ihrem Amt zurückgetreten. Die haben weiterhin ein Bundestagsmandat. Eine Ricarda Lang sitzt weiterhin im Deutschen Bundestag und macht Politik. Das wissen die meisten nicht. Ich habe gedacht, die ist jetzt weg. Ich habe gedacht, dass ein Rücktritt bedeutet Rücktritt. Wusstest du das? Ach, das du weißt da immer mehr, ne? Aber ich habe halt keine Politikwissenschaft studiert und ich denke, wenn einer sagt, ich drehe zurück. Das war ja der Bundesvorstand, weißt du? Das ist ja einmal die Partei und einmal ist das die Fraktion. Genau, und das aber die meisten denken das. Schreibt mal, ob ihr das auch dachtet. Ich dachte, dass wir die Ricarda jetzt nicht mehr sehen im Deutschen Bundestag. Ja, die muss ja von, die wird dir sagen, die muss von irgendwas leben, ne? Wird die dir wahrscheinlich sagen dann. Das siehst du natürlich anders als Steuerzahler und ich auch, aber und unsere Zuschauer wahrscheinlich auch. Aber wer auch gut von unseren Steuergeldern lebt und so dieser ewige Nachwuchspolitiker ist, das ist doch Jens Spahn. Ja, da wollen wir nochmal zum Thema zurück, nämlich Corona-Aufarbeitung. Und da kam jetzt in der Presse, habe ich auch gerade bei euch im Chat gelesen, Beatmungsgeräte. Ja. Sie ist jung und braucht das Geld zu Ricarda Lang. Und man braucht ja auch ein bisschen Verpflegungsgeld, das ohne auf irgendwas anzuspielen. Jeder muss essen und trinken. Ja. Das ist sehr teuer geworden. Ja, ich glaube, die Dame ist ja auch nah bei den Burgern. Ne? Genau. Also nochmal zu Jens Spahn. Also Beatmungsgeräte. Ne? Mhm. Konnte man in der Presse lesen, dass die Firma Dräger, das ist ein Familienunternehmen, sehr gut von diesem Deal profitiert hat. Also zu eurer Information, am Anfang dieser Corona-Zeit hatten alle die Angst, dass wir ganz, ganz viele Beatmungsgeräte brauchen würden. Und da hat Jens Spahn sage und schreibe 26.000 Stück für Deutschland bestellt. Letzten Endes stellte sich schnell heraus, man braucht das gar nicht, weil ja auch die Beatmung bei Covid nicht zuträglich ist, um das mal vorsichtig auszudrücken. Dann hat man vom Bundesgesundheitsministerium ein bisschen was abbestellt, aber offensichtlich mit schrägen Deals. Ja, nämlich der Dräger zum Beispiel haben sie gesagt, ja, wir machen Optionsgeschäft, wir zahlen euch 90 Millionen Euro dafür, dass wir innerhalb von einem Jahr bis zu Geräte im Wert von 200 Millionen Euro nachbestellen können. Ja, also das müsst ihr euch mal reinziehen. 90 Millionen Euro letzten Endes für eine Option, also eine Möglichkeit, Geräte im Millionenwert nachzubestellen. Das wurde natürlich nicht in Anspruch genommen. Und letzten Endes hat das Dräger diese 90 Millionen ohne Gegenwert eingestrichen. Ja, auf Steuerzahlerkosten. Das finde ich echt total irre. Ja. Daniela, weißt du, was die Gegenseite dann immer argumentiert, wenn man sich da mal mit einem Kartellparteienwähler unterhält? Der sagt, die Frau Dr. Daniela Oehnhausen hat jetzt gut reden, im Nachhinein hier auf altklug zu machen. Die waren doch verzweifelt, hier hat sich doch eine weltweite Pandemie angekündigt. Und denen muss ich halt immer auch sagen, laut den Zahlen, die heute bekannt sind, hat sich da gar nichts angekündigt. Hat sich vielmehr auch aus den RKI-Files herausgestellt, dass man wusste, dass es niedrigere Letalität hat als die saisonale Grippe. Und damit ist dieses hier nicht altklug, sondern hätte für Jens Spahn zu der Zeit schon klar sein müssen. Ja, eben. Also, ne? Weil diese Argumentation höre ich immer. Mensch, ihr könnt jetzt altklug reden. Wir waren alle verzweifelt. Wir hatten Angst, dass aus China kam auf uns und wir mussten reagieren. Da wurden auch Fehler gemacht. So reden die Altparteien
und so reden auch die Bäder von denen. Aber letzten Endes nur ein paar Monate war man vielleicht im Ungewissen. Ich will noch mal daran erinnern, dass uns die RKI-Files offenbart haben, dass man vor den Schulschließungen schon wusste, dass die nichts bringen. Ja, also nur mal für die Zuschauer, die sagen, ja, jetzt weiß man, nach dem Rathausbesuch ist man immer schlauer, ne? Das meintest du ja. Ja klar, aber letzten Endes sind es nur wenige Monate, dann hat man die Erfahrung und dann weiß man, wie man besser reagieren kann. Ich habe dafür kein Verständnis, also maximal für ein halbes Jahr. Ich verstehe nicht, dass von der Leyen immer noch im Amt ist. Das ist auch so ein Ding. Thema. Aber ich wollte noch mal auf die Beatmungsgeräte drauf. Da habe ich nämlich eine Anfrage zugestellt, auch hier der Landesregierung. Wir haben nämlich auch Beatmungsgeräte nach Brandenburg bekommen. Da hatte ich mal gefragt, schaut mal, was ist denn da so gekommen? 216 Beatmungsgeräte. Und zwar im Wert von 3,5 Millionen Euro. Und das hat tatsächlich die Landesregierung bezahlt. Ja, also die Landesregierung. Und da haben sie auch offensichtlich die Krankenhäuser bestückt. Aber 9 Beatmungsgeräte beispielsweise sind dann in die Ukraine gegangen. Also man hat da auch eine Menge abgegeben. Es gibt einmal so eine nationale Reserve, aber viel hat man auch ins Ausland verschenkt. Ich finde das schon eine ganz, also gerade dieses Optionsgeschäft ist eine Steuergeldverschwendung pur. Und hier muss man natürlich auch den Verdacht äußern, wurde hier von der CDU mal wieder eine ganz spezielle Wirtschaftsförderung betrieben. Nett ausgedrückt, wie ich finde. Daniela hatte das Händchen, das als Politikerin diplomatisch korrekt zu formulieren. Aber ich verstehe schon ganz genau, was du damit sagen willst. Und ich habe das auch so im Gespür. Habt ihr das auch? Ja. Ja, und diese These möchte ich trotzdem kurz kommentieren. Ich kann der nicht ganz folgen, weil beispielsweise der Hauptsponsor von allen Impfvakzinen ist Bill Gates. Und Bill Gates ist kein Jude. Um kurz mal auf diese Frage kurz. Und damit will ich gar nicht, wir wollen da gar nicht groß eingehen, aber das ist definitiv nicht so, weil das ist der Hauptplayer in diesem ganzen System. Wir haben natürlich, klar, wir haben natürlich die WHO und die ja auch viel von Stiftungen finanziert wird. Und hier haben wir natürlich die Bill und Melinda Gates Stiftung, die da auch ganz dick drin ist. Na klar, ne, da muss man natürlich immer unterstellen, ob da jemand eine Menge Geld verdienen will. Und das wurde ja auch mit den WHO-Pandemie-Verträgen so geregelt. Da wird auch eine Menge Impfungen geregelt. Auch warum die Bill und Melinda Gates Foundation 5 Millionen Euro im letzten Jahr dem Axel Springer Verlag gesponsert hat. Warum sponsert Bill Gates das nicht mehr im Banane, damit ich hier bessere Livestreams machen kann? Ist da ein Interessenskonflikt? Also du willst doch unabhängig sein, sowas wollen wir gar nicht. Ja, sowas ist denn, gar nicht. Ist denn der Axel Springer Verlag damit nicht unabhängig, wenn die 5 Millionen Sponsorgeld beziehen? Ich glaube, die haben für Impfwerbung so viel gezahlt. Wisst ihr es vielleicht? Schreibt es mal rein. Also so viel, wie ich mich erinnere. Wir wissen es ja nicht. Ich weiß nur, dass diese 5 Millionen unstrittig sind. Denn der Verlag gehört ja normalerweise zu den durchaus leicht kritischen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Hm. Ich meine, die haben es für Impfwerbung geschaltet. Ja. Das weiß ich leider nicht, aber es wirkt nicht besonders unabhängig, wenn man solche Zahlungen international entgegennimmt. Das muss einem ja erlaubt sein von der Meinungsfreiheit, das mal einfach so für sich selber so einzuordnen. Mhm. Ja. Also wir gehen jetzt hier gar nicht auf Religionsgemeinschaften ein, um das mal ganz klar zu sagen, weil wir hier, wir wollen keinerlei Verschwörungstheorie befeuern, sondern wir bewegen uns hier auf dem Grundgesetz. Ja. Ja. Ja, nochmal zur Corona-Aufarbeitung. Jetzt kommt ja auf einmal der Markus Söder um die Ecke und will alle laufenden Corona-Verfahren stoppen und eine Amnestie aussprechen. Ja, was haltet ihr davon? Also ich finde das schon sehr populistisch, ne? Aber nur bei Bußgeldverfahren, ne? Also ich weiß, dass die Ärzte, wie einen Rolf Krohn, den ich sehr gut kenne, der hat trotzdem
im fünfstelligen Bereich, im mittleren fünfstelligen Bereich Prozesskosten zu tragen wegen Maskenattesten, wegen Impfunfähigkeitsattesten und hat trotzdem diese Gerichtsverhandlung auch jetzt schon in der Berufung, wo er wirklich dabei wirtschaftlich ruiniert wird. Und das gilt nicht unter den Markus Söder seine Amnestie und der ist im Bundesland Bayern. Es geht nur um die Bußgelder. Da möchte man jetzt so ein friedliches Zeichen setzen, so ey, lass uns doch verzeihen. Ich habe deine Kinder gequält, deine Mutter musste alleine einschlafen und du durftest nicht mehr Tschüss sagen. Aber hey, jeder macht doch Fehler. Lass uns doch mal wieder vergeben allen mit. Miteinander. Schon klar. Das ja. wirkt, das, so wirkt das jetzt auf mich. Populistisch, ja. wie du sagst. Es ist total populistisch. Aber einerseits muss man sagen, also es ist hier die Zeitungsanzeige, ja, Markus Söder, Alleingang bei Corona-Strafen, so ein Alleingang ist es ja gar nicht. Es zeigt nämlich, AfD wirkt. AfD wirkt. Wir haben in die Parlamente den Antrag gebracht, Corona Bußgelder zurückzahlen. Wir wollen ein Amnestiegesetz, dass diese seltsamen Ordnungswidrigkeiten, wie zum Beispiel Spielplatz betreten verboten, ja, oder gab es ja rodelnde Kinder, die da vom Schlitten geholt wurden, oder Bratwurstessen an frischer Luft, das hat zum Beispiel hier in Brandenburg 75 Euro plus Bearbeitungsgebühr gekostet. Also sowas haben wir gesagt, das ist doch Irrsinn, absoluter Irrsinn in einem Rechtsstaat, in einem freiheitlichen Rechtsstaat. Und da gehört es einfach dazu, dass sich eine Regierung entschuldigt und das Mindeste ist, diese Corona-Bußgelder zurückzuzahlen und ein Amnestiegesetz auf den Weg zu bringen. So, diesen Antrag haben wir mehrfach reingebracht. Er ist regelmäßig abschlägig von den Altparteien, auch von der CDU, SPD, da waren sich alle einer Meinung, beurteilt worden. Ja, aber unsere Wahlergebnisse machen es möglich. Ja? Auf einmal ist so ein Trittbrettfahrer wie dieser Söder, ja, auf einmal bereit, darüber zu reden. Und das war ja genau der mit seinen Maßnahmen, mit nächtlichen Ausgangssperren und, die ja nachher als verfassungswidrig beurteilt wurden, ganz besonders vorgeprescht ist. Also das finde ich jetzt wirklich übel. Und da sage ich nur, AfD wirkt. Jetzt mussten sie noch das BSW erfinden. Mhm. Die machen so ein bisschen, rühren sie mit im Brei. Aber letzten Endes ist es deswegen, weil wir hier Dampf gemacht haben. Das glaube ich auch. Und das Bundesland Brandenburg war auch das erste und bis jetzt einzige, wo es einen Corona-Untersuchungsausschuss gab. Jetzt genau. ist er in Sachsen, glaube ich, sogar schon genehmigt. Also der steht, der ist nicht nur beantragt, der geht jetzt durch unter Jörg Orban und seiner Fraktion. Und das finde ich schon, das wird denen auf jeden Fall Kopfschmerzen machen, so einen Michael Kretschmer und auch einen Markus Söder irgendwann, weil der Markus hat halt, wie gesagt, wie du schon richtig sagst, um das abschließend nochmal zu sagen, der möchte jetzt Amnestie mit dem Bußgeldverfahren und hat vorher Rentner verbrüteln lassen, die sich einen Apfel schälen wollten in ihrer in ihren Rentenzeiten, während sie sich da mal einfach auf einer Bank niedergelassen haben. Wurden die aufgescheucht oder Rodelbahnen, wo Kinder mit Schlitten fahren wollten oder Ski, die sind da gejagt worden. Da gibt es heute noch die absurdesten Videos und Zeitdokumente, das haben die Menschen schon vergessen. Das ist den Menschen schon gar nicht mehr im zentralen Erinnerungsbewusstsein, was da passierte. Ja, definitiv. Ich finde auch, das mit zweierlei Maß messen. Ich denke jetzt gerade an dieses Kiffergesetz, ja, dieses Konsum-Cannabis-Gesetz vom Lauterbach. Da konnten sie eine Amnestie aussprechen, ja, belasten unfassbar die Justiz damit. Also allein hier in Brandenburg werden 3.000 bis 4.000 Fälle aufgerollt. Also eine irrsinnige Belastung. Aber bei diesen Corona-Bußgeldern, ja, wo wirklich unbescholtene Bürger zu Gesetzesbrechern wurden, ja, da können sie es nicht. Also ich finde das skandalös. Übrigens bei Cannabis, das habe ich jetzt auch mitgehört von einer Caroline, auch aus dem Deutschen Bundestag von der Alternative für Deutschland. Wie heißt die mit Nachname? Bachmann. Die hat jetzt eine Rede gehalten und die hat auch gesagt, dass jetzt Cannabis-Knappheit bei der Medizin, bei dem medizinischen Sektor da wäre. Das heißt, Menschen, die mit Schmerzmitteln behandelt werden müssen, für die ist ja Cannabis eine ganz gute Medikamentation. Also und das fehlt jetzt zum Teil, hat sie gesagt. Das war in ihrer Rede, wenn das so ist, ich weiß das ja nicht. Also tatsächlich weiß ich von Schmerztherapeuten, dass tatsächlich 90% kein Cannabis einsetzen. Also du hältst das als Medizinerin gar nicht für so wirksam ist, und so sinnvoll. Es ist definitiv kein Mittel der ersten Wahl. Ganz aber es soll sehr entspannt machen. Ja, ja.
Und das, da kommen wir, ich meine, jetzt schweifen wir ab. Ich habe das nie gemacht. Aber es gibt auch Untersuchungen, wer betäubt sich, also wer nimmt Cannabis als Schmerzmedikament, und das sind fast alles nahezu nur Leute, die auch früher schon Cannabis konsumiert haben. Also es ist nicht unbedingt so, dass du deine Schmerztherapie da als Mittel erster Wahl mit Cannabis einstellst. Ja. Ja. Ich habe eh immer lieber eine Büchse Bier getrunken, muss ich dir sagen. Mir hat das einfach nicht gefallen. Es riecht so komisch. Ja, jetzt hatten wir auch ganz viele Zuschauer, die geschrieben haben über die Impfung und auch, dass sie Angehörige verloren haben. Also es geht mir mal sehr, sehr nah. Es ist tatsächlich so, dass auf jedem Bürgerdialog, auf den ich hingehe, immer jemand ist, der sagt, ein Angehöriger ist, was weiß ich, nach der zweiten, dritten Spritze umgefallen oder hat irgendeine Krebs bekommen. Ja, da muss man auch aufklären. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es einen kausalen Zusammenhang, einen ursächlichen Zusammenhang hat. Ne? Das, aber da lässt YouTube mich vielleicht bestehen, wenn du ja, das dadurch, eben, dass du muss jetzt man sagst. Ja ganz vorsichtig sein. Ne? genau so ist es. Sonst bin ich auf einmal so, wegen der Meinungsfreiheit. Weil ja bestimmt der YouTube-Mitarbeiter eine höhere Kompetenz auf Medizin und Wissenschaft hat als die Dr. Daniela Oehnhausen. Ja, es gibt ja nun Berichte. Und ich spreche ja auch mit Kollegen. Und da sagen tatsächlich viele, dass sie jüngere Patienten sehen mit Tumoren, mit bösartigen Tumoren. Viele Tumoren, die sehr bösartig sind, auch schnell streuen. Auch viele, die ganz, ganz selten sind. Wir haben eine Übersterblichkeit in Deutschland. 25% aktuell. Auch in jüngeren Jahrgängen. Na klar muss man das untersuchen. Also das gehört auch zu einer Corona-Aufarbeitung dazu. Da muss man schauen, woran liegt. Es liegt jetzt an Verschleppten. Am Klimawandel vielleicht. An verschleppten Krebsvorsorgeuntersuchungen, an verschleppten Arztterminen. Liegt das daran, dass man sich zu spät in der Behandlung begeben hat oder eben an der Impfung? Ja klar, also wir wissen ja, diese mRNA sind eine Blackbox letzten Endes. Also wenn mir das RKI in den Protokollen schon schreibt, ja, als schon die Impfkampagne durchging. Ja, wir wissen nicht, wie es wirkt, ob es wirkt und nehmen wir. Aber los geht's, Freund Blase. Genau. Wenn wir zwingen dich ab jetzt eine berufsbezogene Impfpflicht für Pflegepersonal und die Bundeswehr, aber mit den Fakten, die Daniela gerade sagte, ist es ein Verbrechen, was passiert ist. Ein Verbrechen, welches in der Nachkriegszeit so noch nicht wieder stattgefunden hat, also in der BRD. Das sagst du jetzt als Politiker. Das ist meine. Muss ich mich ein wenig vorsichtiger ausdrücken, aber auf jeden Fall brauchen wir eine Aufklärung. Wir brauchen auch ein unabhängiges Robert-Koch-Institut, damit diese Übersterblichkeit nochmal aufgeklärt wird. Und wenn ihr da mal schaut, im Robert Koch, auf der Seite des Robert-Koch-Instituts, die machen dann Telefonbefragungen zu irgendwelchen total unwichtigen Themen, so wie ungefähr, wie ernährt sich Deutschland im Jahr 2023 oder 2024. Aber die Übersterblichkeit wird nicht thematisiert, das darf nicht sein. Und bei 25% sagen Wissenschaftler, dass das sonst nur in Kriegszuständen so ist, dass es 25% Übersterblichkeit gibt, aktuell in 2024 zu den letzten zwei Jahrzehnten davor. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Also es ist nicht so ein bisschen, dass er sagt, hier habe ich gehört, der Nachbar, sondern man hört jetzt plötzlich und unerwartet, dass Top-Sportler, diese Leichtathletin, diese Top-Attraktive, die ist, glaube ich, 20 Jahre alt gewesen, die wacht dann einfach nicht mehr auf und keiner weiß, was dahinter steckt. Wir wissen es übrigens auch nicht. Wir haben auch nur Vermutungen, wie Daniela richtig sagt. Aber so viel bleibt da leider nicht, weil mir macht jetzt der Klimawandel nicht ganz so viel aus, gesundheitlich. Also diese hohe Übersterblichkeit, was du gerade sagtest, zweistellig, das war in verschiedenen Altersgruppen. Das wollte ich nur noch mal klarstellen. Also wir haben in Brandenburg eine einstellige Übersterblichkeit, ich glaube so 6-8%, so um den Dreh, ist aber auch schon sehr, sehr viel. Das war bundesweit, was ich gerade sagte. Das war aber schon sehr, ist auch sehr viel, da muss man nachschauen. Und jetzt kommt das Irre. Jetzt haben wir seit ein paar Jahren diese Übersterblichkeit und jetzt ist die so ein klein wenig zurückgegangen, aber jetzt irgendwie von 7% auf 6 oder 5 oder so. Ne? Also immer noch sehr viel. Die genauen Zahlen müsste ich nochmal nachschauen, aber so in dem Dreh. Und dann kommt dann gleich eine fette Schlagzeile in der Presse, Übersterblichkeit rückläufig. Ah. Ey, das ist so eine richtige Verzerrung der statistischen Ergebnisse. Irre. Ja, also lasst euch nicht
aufs Glatteis führen. Wir haben das und da muss so ein Robert-Koch-Institut als Bundesbehörde nachschauen. Das ist deren Aufgabe. Auch wenn man das wahrgenommene Bild beurteilt, egal in welcher Stadt ich zur Demo fahre und mich da 3-4 Stunden aufhalte, ich höre immer 3 bis 8 Mal das Martinshorn. 3-mal mindestens. 8-mal bis 10-mal maximal. Und dann denke ich mir, so viele Maler sind doch früher nicht von der Leiter gefallen. Naja, ich habe jetzt hier einen Bericht einer Pathologin mal geschaut, eine sehr erfahrene Kollegin, die zusammen mit Burkhardt und Lang Todesfälle untersucht hat, Obduktionen durchgeführt hat. Und die haben regelmäßig Entzündungen bei den Toten sowohl der kleinen als auch der großen Gefäße, sogar der Hauptschlagader gefunden. Oh je, ja, also da, es ist einfach, das sind einfach experimentelle Wirkstoffe gewesen. Ich will nicht von Impfstoffen sprechen, denn das sind natürlich keine herkömmlichen. Ja, sie wirken also ganz, ganz anders. Und da hätte man viel, viel stärker untersuchen müssen. Und da hat einfach, ja, da haben die Behörden beide Augen zugedrückt. Es ist keine medizinische Aufklärung, liebes YouTube-Team, sondern es ist die Einschätzung von einer Doktorin der Medizin, die sich an den Fakten hier praktisch, also, an den Dingen, die wir hier an Zahlen, Daten und Fakten plus das RKI, plus die RKI-Files inzwischen vorliegend haben. Dankeschön. Denn man muss ja immer wirklich ganz genau, sonst heißt es ja, du verbreitest hier Fake-Informationen und das ist ja ganz, die Nancy Faeser möchte jetzt wirklich so ein Gesetz verabschieden, dass man auch vor jedem Post noch mal 5 Minuten Zeit hat, ob man das wirklich absenden kann. Und wenn dann der Faktencheck etwas anderes belegt, dann wird in Zukunft wird es dann solche Sendungen nicht mehr geben wegen der besten Demokratie aller Zeiten. Ja, ja. Das ist leider auch Fakt, dass das passiert. Das Gesetz liegt schon im Bundestag vor. Wir haben ja auch schon das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Genau. Das ist ja so ein Exportschlager in autokratische Länder, also echt ein Tiefpunkt unserer Demokratie. Dann haben wir, da fragt uns, ja, was sagt ihr zu der Zensur? Das sind ja solche, ja. Das ist immer dasselbe Schema. Es wird von Hassrede geredet oder irgendwelche Angriffe gegen unbescholtene Bürger. So etwas Konsensfähiges aufgebaut, aber letzten Endes steckt dahinter immer die Meinungsfreiheit einschränken. Das war dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz vom SPD Heiko Maas, ja, also Maßmännchen, kennt ihr ja noch. Und dann gibt es jetzt das Digital Services Act, das ist jetzt im Februar diesen Jahres in Kraft getreten. Problem ist, die Plattformen werden mit Bußgeldern, oder denen werden Bußgelder angedroht in 5-stelliger Höhe, wenn sie irgendwelche verbotenen Inhalte listen. Ja, da wird natürlich eher ein Post mehr als einer zu wenig gelöscht. Ne? Und so, und das ist natürlich indirekt, wirkt das dann letzten Endes auf eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und Elon Musk ist der Einzige, der da nicht mitspielt. Ganz genau. Deswegen ist ja jetzt momentan auch X echt noch eine Alternative. Muss ich auch wieder ein bisschen aktiver werden. Ganz klar, aber am liebsten wäre mir, wenn man einfach sich an das Grundgesetz halten könnte, was uns im Artikel 5 garantiert, dass die Meinung frei ist und dass jeder frei seine Meinung in Deutschland in Form von Wort, Bild und Ton mitteilen darf. Völlig egal, ob die absurd, richtig oder unrichtig ist, denn dafür hat ja jeder Mensch selber ein Hirn, um das für sich rauszufinden, ob das hier die Wahrheit sein kann oder ob das die Unwahrheit ist, die hier gesprochen wird. Also ich frage mich, wer hat hier vor wen Angst? Oder anders gefragt, in welcher Autokratie oder Diktatur in der Vergangenheit, in der Geschichte, gab es eine Zensur, die von den Guten errichtet wurde? Weißt du da irgendwo eine Geschichte, ein Beispiel, wo von den Guten, von denen, die gute Absichten hatten, dass von denen eine Zensur errichtet wurde? Gab es das jemals in der Geschichte? Kann ich. Ich glaube nicht. Also ein Rechtsstaat, eine freiheitlich-demokratische Rechtsstaat, muss sogar die Opposition stärken. Das ist Teil seiner Aufgabe, denn die Opposition kontrolliert die Regierung, schafft Transparenz. Und wenn die Opposition geschwächt ist, dann zeigt das an, dass mit der Demokratie, dass man aufpassen muss, dass da vielleicht schon was nicht in Ordnung ist. Ganz klar. Stichwort AfD-Verbot.
Wir bleiben noch mal bei der Corona-Aufarbeitung. hole ich den Björn aber zurück. Das möchte ich unbedingt von dir mit zwei Sätzen zum Abschluss gerne noch mal wissen. Aber wir bleiben, Frau Doktorin, wir bleiben erstmal bei der Corona-Aufarbeitung. Ja, weil jetzt kommt ja noch mal so ein Hammer. Ja? Jetzt will Lauterbach, SPD Lauterbach, will jetzt wieder den Personalaufwuchs im öffentlichen Dienst steigern, als ob wir nicht schon genug davon hätten. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, die Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode über 11.000 Bundesbedienstetenstellen geschaffen. Pöstchen, über 11.000 geschaffen, also nur für die Bundesbehörden und so. Und das soll jetzt nochmal gesteigert werden. Der will nämlich nochmal so eine Bundeszentrale für Aufklärung und Prävention. Ja, wieder abhängig vom Bundesgesundheitsministerium, wieder zweistellige Millionenbeträge an Steuergeldern. Euer Steuergeld, was eigentlich für sinnvolle Sachen ausgegeben werden, soll da wieder verbrannt werden. Ist doch irre. Also mich hat's aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schon wieder irgendeine überflüssige Bundesbehörde, auch noch abhängig von so einem Wichtigtour. Brauchen wir das? Nein. Schreibt es uns mal rein, wie ihr das seht. Genau. Ich glaube auch nicht, dass wir das brauchen. Ich glaube, dass wir ganz viel nicht brauchen. Und wenn wir das Geld da für andere Zwecke benutzen würden, gäbe es auch keine maroden Schulen und Kindergärten und keine Rentner, die Pfandflaschen sammeln müssten in Deutschland. Ja. Aber es ist ja wieder ein anderes Thema. Ich schweife immer ab, das war schon früher so. Während du da ganz fokussiert bist, Daniela. Und das ist ja richtig so. Einfach so wie früher in Deutschland. Ja, also so einen starken Personalaufwuchs hatten wir noch nicht. Ich kann euch erzählen, hier aus dem Land Brandenburg, ich hatte das letztens abgefragt, wir haben auch in Brandenburg in der letzten Legislaturperiode so knappe 400 Stellen Aufwuchs gehabt in den Landesbehörden. Und allein für diese Krankenhausreform, die ja eigentlich noch gar nicht so durch ist und wo wir auch viele Kliniken haben in roter Zahlen, haben sie allein 18 zusätzliche Stellen bewilligt bekommen im Gesundheitsministerium. 11 sind wohl schon besetzt, Kostenpunkt für den Steuerzahler, für den Brandenburger 1 Million Euro. Irre. Also mich ärgert das. Ich würde gerne eine Sendung mal mit dir machen, nur über diese Anfrage mit dem Personalaufwuchs. Vielleicht machen wir das dann auch noch irre. Gerne. Ja. Und wir bieten auch immer noch den Hausbesuch an. Ihr könnt euch immer noch bewerben. Da habe ich auch schon jemanden, das... Ach, das ist, da gibt, da laufen da schon wieder Verhandlungen. Da laufen schon Gespräche, ganz genau. Schön. Ja. Gut, wir schauen noch einmal, was ihr für Kommentare habt. Das heißt, jetzt tippen, denn jetzt lesen wir gerade. Ganz genau. Ja. Schreibt einer noch mal... Opfer der Gentherapie. Ja, tatsächlich ist das, was du gerade sagtest, ein großes Problem. Die mRNA-Impfstoffe oder Wirkstoffe wurden 2009 durch eine EU-Richtlinie zu Impfstoffen deklariert. Davor liefen sie unter Gentherapeutika und da hat damals auch der Professor Cicucek, also ehemaliger Behördenleiter beim Paul-Ehrlich-Institut, noch geschrieben, ja, auch nur, weil man sie als wie Impfstoffe einsetzt, gehören sie trotzdem in diesen zu den Gentherapeutika und müssten deswegen dieselben strengen Zulassungsstandards bestehen. Davon wollte er dann 2020 nichts mehr wissen. Das ist doch irre, ja. Und dafür bekommt er auch noch das Bundesverdienstkreuz. Einige, ja, wo ich da sehr schockiert bin. Ja, Christian Drosten hat es bekommen, der Cicucek vom Paul-Ehrlich-Institut. Und diese Dame mit der Brille. Alena Büchs vom Deutschen Ethikrat. Die finde ich ja so besonders sympathisch. Die erst ein bisschen kritisch der Impfpflicht gegenüberstand, dann total 2G Feuer wollte und sie Flammer. Durchsetzen, alles. Da hat sie alles mitgetragen. Also sie hat immer... Ne? Die Regierung kam mit irgendwas um die Ecke und sie hat es dann ethisch aufgemotzt und zugestimmt. Echt übel. Ja, so ist das. Ja, also keinerlei Korrektiv hier zu erwarten vom Ethikrat. Wird es wieder ein Corona-Untersuchungsausschuss geben? Wir diskutieren gerade darüber. Wir hatten schon zwei initiiert und wir schauen. Das heißt, das steht jetzt noch nicht fest. Wir haben es jetzt noch nicht endgültig beschlossen.
Aber wir haben auch, wir haben auch 30 Abgeordnete. Das ist also keinerlei Probleme, hier Untersuchungsausschüsse zu beantragen. Okay. Ja, und die Sperrennominität habt ihr ja jetzt auch. Ja, die haben wir auch. Zum ersten Mal. Ganz genau. Und bald dein Umzug in neue Etagen auch, oder? Hier im Landtag, oder? Ja. Ist der Umzug schon jetzt in Tüten oder wie lange bleibt ihr jetzt hier auf dieser Etage? Also das wird dann erst nach der konstituierenden Sitzung alles geschehen. Alles klar. Ja. Ja, ihr Lieben, dann war es das von unserer Seite heute einmal wieder. Diese Sendung lade ich dann auch nochmal extern hoch, denn hier ist ja alles zusammengewürfelt, damit ihr heute den ganzen Mittag kann man sagen, mit dabei sein konntet. Und das ist, wie gesagt, die Dr. Daniela Oehnhausen, mit der ich jetzt schon, wir machen das jetzt schon seit fast einem Jahr oder? März, Februar, März so. Ja, also schon eine ganze Weile, das ist die politische Sprechstunde, die auch Hausbesuche beinhaltet. Dazu könnt ihr euch bewerben unter kontakt@danielaoehnhausen.de, alles klein und zusammen. Und es muss in Brandenburg sein, noch besser im Umkreis von Oberhavelland oder Potsdam-Mittelmark. Das wäre uns sehr recht. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und tragt das Herz auf der Zunge. Das war Dr. Daniela Oehnhausen. Björn Banane. Bis dahin. Nächste Woche. Wir sind raus. Tschüss. Herzlich blau.